Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Ich bin jetzt schon mal zu unserem Problemfall hingefahren, so. Und ja, ihr habt mir ein paar Tipps gegeben. Ich versuche es jetzt einfach mal mit der Sniper. Ein paar meinten auch, ich soll mich auf eine Treppe stellen oder so, auf irgendeine. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Und wenn das nicht klappen sollte, kann ich noch ausprobieren, den einfach zu überfahren. Oder auch ganz vieles anderes. Ich hoffe jetzt, dass das klappt, weil ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf diese Mission. Besonders wegen dem Rumgefahren zwischen den beiden Inseln und dann noch das Warten, wenn man hier ist und alles. So, dann komm mal raus. Alter Sack. Da ist er ja. Danke, es ist doch so einfach, ey. Wieso habe ich es mir mal so schwer gemacht? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir haben ja auch noch eine Attentäter-Mission, schätze ich mal, ist das wieder. Zumindest eine Telefon-Mission und die machen wir jetzt mal. Gran Turismo, ach so, das kennen wir das nicht schon? Kennen wir Gran Turismo nicht schon? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder kommt mir der Name nur so stumpf bekannt vor? Oder was ist das jetzt? Oder ist das? Ich habe keine Ahnung. Das war das Rennen wie letztes Mal. Kann ich das einfach nochmal wiederholen oder was? Ja toll, ich möchte das aber gar nicht wiederholen. Ach egal, dann mach ich es jetzt halt. Mein Gott. Ja, mach eine Wagen kaputt. Oder habe ich beim letzten Mal nicht gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Oder wieso wird das als Mission angezeigt? Ach, ist ja auch egal. Vielleicht dient es auch einfach nur zur Zeitverbesserung, wenn man da Bock dran hat oder so. Was ich persönlich gerade nicht habe. Mann. Mann. Die sind auch so schwer wie. Wie so ein Elefant auf Rollschuhen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich schwer, dass sie mich einfach so stumpf. Ja, guck mal, seht ihr das? Wie die rumkicken und mich auch. Ist ja gar nicht mehr. Na toll. Mann. Ja, ist ja okay, Mann. Oh Gott. Ja, ruckel doch noch ein bisschen mehr. Jetzt fängt es wieder an mit dem Ruckeln. Was ist denn los? Ah. Ja, warum nicht? Ach, und ihr fahrt noch weiter. Ah, jetzt habe ich wenigstens nochmal eine Knarre. Kann ich auch durchlaufen? Ne. Na, ist auch egal. Scheinbar dient das nur zur Verbesserung der Zeit. Oder ich habe beim letzten Mal nicht gespeichert, das kann ich aber nicht glauben. Oder glaube ich nicht. Und warum hat das gerade schon wieder geruckelt? Ich habe nichts im Hintergrund an. Hi. Bleib mal stehen. Muss ich das jetzt zu Ende fahren? Oder reicht das, wenn die alle im Ziel sind? Scheint so, als müsste ich selbst noch bis zum Ende fahren. Naja. Dann wird das wohl so sein. Alter, was haben die für Waffen? Haben die so einen Raketenwerfer in Form von so einer kleinen Kugel oder was? Ach. Sackgesicht. Geh mal weg, alle. Was wollt ihr eigentlich? Alter.
Bin schon wieder so down, ey. Ah, da ist das Leben. Ich hab da wie gerufen. Und ich habe nicht gespeichert. Na egal, dann bin ich halt tot, meine Fresse. Habe ich halt keine Waffen mehr. Das musste also kommen. Wieso stehen die da auch? Ja, ja, es. Knöpfen hier wenig Cash ab. Ja, auf jeden Fall. Die hätten noch sagen können, die Untersuchung kostet auch ein wenig oder so. Aber was sie dir direkt wieder aus der Tasche ziehen. Die knüpfen hier ein bisschen Cash ab. Ja, okay. Naja. Okay. Ja, komm, ey. Da muss ich mir die Waffen nochmal neu kaufen, aber macht nichts. Wir haben ja genug Geld. Alter. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder auf die andere Insel. Oh, und die Brücken sind so blöd platziert und es gibt nicht mal zwei Brücken oder so. Das darf ich nur nicht mehr in dem Gebiet fahren, wo die Typen mit ihren Schrotflinten rumstehen, ey. Da brauche ich ja nur kurz um eine Ecke zu biegen und da ist mein Wagen schon im Brand. Naja, was soll's. Solange wir da nicht mehr weiterfahren, ist ja alles in Ordnung. Und ich glaube, mir wird jetzt auch endlich der Waffenladen angezeigt, ja, ne? Oder ist das einfach nur irgendein Symbol, wo ich mir eine Waffe holen könnte, wo eine liegt? Ich schätze mal, der Waffenladen. Aber was macht der denn jetzt wieder? Ah, eine neue Nachricht. King Courtney will dich sprechen. Am Telefon in Espritia oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo. Das Telefon überdeckt jetzt den Waffendings. Oh, was haben wir denn hier für einen schönen Wagen? Den gönne ich mir mal. Sieht aus wie ein Infernus. Oh Gott, ist der lang. Ja, ist ein Infernus. Der sieht eigentlich gar nicht so geil aus, weil er so lang ist. Guck dir mal an, wie lang der ist. Überdimensional. Ach, ich wollte zum Waffenladen. Aber er ist schnell. Das muss man ja schon sagen. So. Da kaufen wir uns jetzt nochmal ordentlich Waffen. Pistole brauchen wir nicht. Hier, zack. Boah, das kostet aber auch. Das kostet echt, ey. Meine Fresse. Hier, zack. Und zack, den Rest brauche ich nicht. Das ist für ein Arsch. Jetzt habe ich es, aber man braucht es ja auch nicht zu oft. Ich meine, Sniper kann man immer gebrauchen, aber 100 Schüsse brauche ich auch nicht. Da kommen einmal noch. Und ebenfalls brauche ich auch keine 1000 Schuss von einer AK oder irgendwas. Das reicht schon so. So, ich würde sagen, dann fahren wir mal kurz nach Hause, parken den, speichern und so weiter. Ihr kennt das. Und dann machen wir noch die nächste Mission in der Folge hier. Weil den Wagen würde ich schon ganz gern behalten eigentlich. Kann ich hier rein? Nein. Was ist überhaupt für ein Haus hier? So, zack. Und einmal speichern. So, der letzte Wunsch. Ja, da steht jetzt endlich Sayonara Salvatore. Ist auch schön. Und es fizzelt wieder. Also, es regnet. Es regnet stark. Es fizzelt nicht. Ich meine, bei mir hat es gestern auch geregnet. Mit Gewitter. Oh, episch. Es wird langsam wieder ein bisschen schlechter vom Wetter, ja. Aber ich denke, das legt sich wieder. Es sollte wieder besser werden. Ich denke nicht, dass es jetzt so stumpf aufhört. Mit dem guten Wetter. Wow. What the fuck? Oh.
Na egal, Hauptsache wir sind da. Dann reicht mir das. So, dann mal schauen. Unter Überwachung. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Sehr interessant. Okay, wir haben nur 6 Minuten 30 dafür Zeit, um alle zu töten. Das ist ja ganz praktisch, dass wir noch kurz Waffen geholt haben. Schätze ich, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit die Möglichkeit haben, die... Ah, hier ist falsch. Die ganze Zeit zu überfahren. Und ich glaube, die jetzt aufzuspüren und zu töten wird nicht ganz einfach, weil wir eben keine Karte haben. Und, ja, teilweise eben gar nicht genau wissen, wo wir lang müssen. Nur die ungefähre Richtung. Ach, ich packe mir die lieber so, bevor die wieder so eine schöne Schrotflinte in der Hand halten oder so. Ach, ja, sowieso über Meer. Was soll ich denn dafür schnell? Kann ich schwimmen? Ich kann nicht schwimmen, ne? Ich riskiere es nicht. Ich kann bestimmt nicht schwimmen. Wenn der in Vice City auch nicht schwimmen kann, dann kann der hier auch nicht schwimmen. Also können wir nicht schwimmen. Schade eigentlich. Weil ich hätte mir jetzt gerne auch die Waffen geholt. Das waren wahrscheinlich auch AKs oder so. Schade, aber naja. Wow. Wir haben ja Waffen. So ist es ja nicht. So. Dann sind hier links auch noch welche. Ah, die sind sogar in einem Auto. Dann... Ach, wir haben gar keine Schrotflinte mehr, ne? Ja, super. So, dann wollen wir mal... den Wagen zerstören, so. Kann ich gar nicht nachladen. Ich kann gar nicht manuell nachladen, sehe ich gerade. Naja gut, ich kann kurz die Waffe wechseln, ist er wieder nachgeladen, aber ich meine. Ah, noch ein Infernus. Egal, brauche ich nicht. So. Und dann. Wow. Dann ist hier links noch eine Gruppe. Die holen wir uns auch noch kurz. Nein. Wo sind die? Was machen die da? Ja, wo sind die? Ja, die müssen da doch irgendwie drin sein, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Ja, Kollege, wie soll ich denn da hochkommen? Oder wollte mich jetzt verarschen? Oder habe ich die gerade einfach nicht gesehen? Hä? Ja, wie soll ich denn an die rankommen? Effizient. Oh Gott. Was machen die da eigentlich? Okay, jetzt schießen sie auf jeden Fall auf mich. So, zack. Da ist auch noch einer. Oh. Wo muss ich mich denn hinstellen, damit ich die sehe und treffe? Oh, die haben unten ihre Waffen fallen gelassen. Die hole ich mir ganz schnell. Nein. So. Okay, wo stelle ich mich denn mal hin? Ich muss irgendwo auf eine höhere Plattform oder so. Komm.
Ah, das ist eine ganz eigene Waffe, okay. Ich treffe ihn doch so nicht, oder? Ja. Wie soll ich das dann machen? Ihr seid mir lustig hier. Ich kann da nämlich nicht durchschießen. Ja, das finde ich gerade scheiße. Da muss ich hier erst aufs Dingens oder was? Hier. Meine Güte. Und damit können wir sogar schön ranzoomen. Schön. Schöne Waffe. Gefällt mir. So, da ist unser Wagen. Wir können jetzt auch bei Kenji Mission machen, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.